Also für die Musteraufgabe braucht man die Formel, die wird angegeben. Auch Delta E ist H mal F wird angegeben und C ist Lambda F. Und Planck-Konstante, die Ladung eines Elektrons benötige ich, um dann an der Stelle aus dieser komischen Elektronenvoltenergie schöne saubere Joule zu berechnen. Und die Lichtgeschwindigkeit benötige ich, um den Zusammenhang zwischen der Wellenlänge und der Frequenz auszurechnen. Und ja, und jetzt geht's los. Die wollen bei der A wollen sie wissen, also welche Frequenz Licht hat, wenn es vom Grundzustand in den n gleich 3 hüpft. Ja, also der Grundzustand ist bei 1 und n bei 3 ist es hier. Also es springt da so hoch. Wichtig, der Grundzustand ist nicht bei 0, sondern bei 1. Also wenn ich das hier so ausrechne, so genau. E1 ist gleich, da setze ich hier ein 1er ein. 1 minus 1 ist 0, ist 0. Ja, und E3 ist gleich, dann setze ich hier ein 3er ein. An der Stelle 3, das ist 1 minus ein Neuntel und dann bekomme ich, ja, ist gleich 12,08 Elektronenvolt. Also hier dieser 12er, der ist da drin. Die Differenz, ja, da ist eben, ja, 12,08 minus 0 ist 12,08. Diese Differenz setze ich in die Formel ein und bekomme also F gleich Delta E durch H. Und dieses Delta E sind 12,08, aber mal dieses, ich will saubere Joule, ja, mal 1,6 mal 10 hoch minus 19, dann habe ich saubere Joule. Und H ist ja 6,63 mal 10 hoch minus 3, 4 Joule Sekunde. Diese Joules kürzen sich, 1 Sekunde bleibt, will ich auch, Frequenz will ich, und bekomme irgendwas mit ungefähr, ja, F war da, was haben wir, 2,9, 2,9 mal 10 hoch 15 Hertz. 1 durch Sekunde ist Hertz. So, das war die A. Und die löschen wir jetzt wieder und machen weiter. Jetzt kommt die B. Ja, da können wir auch hier mal, was ich hier so bunt gemacht habe, hier sauber schwarz-weißen. So, bei der B. Jetzt, das hüpft runter. Ja, also jetzt hier, jetzt ist es oben. Ja, also hier mal auch wieder weg. Also hier ist es auf 3 oben und dann kann das Elektron wieder auf den Grundzustand, hat aber die andere Möglichkeit, es könnte erst auf 2 hüpfen und von 2 runter auf den Grundzustand. Das heißt, dieses Elektron hat drei Sprungmöglichkeiten und bei jeder dieser Sprungmöglichkeiten wird ein Photon frei. Ja, so, drupp und hier, drupp. Also wenn man das im Spektrometer anschaut, sieht man genau drei Linien. Also wenn die zufällig im sichtbaren Licht wären, ich kann ja die auch anders irgendwie detektieren. Genau, drei bei diesem Übergang. Und diese drei Linien, da könnte ich jetzt die Frequenz aus... Nö, das, bei der B muss ich es nur zeichnen. Und bei der C soll ich jetzt die Wellenlänge ausrechnen. Da brauche ich erst die Frequenz und zwar von der langwelligsten Strahlung. Und da ist die Frage, also viel Energie macht kurze Wellenlängen, wenig Energie macht lange Wellenlängen. Das heißt, dieser Sprung, der kürzeste Sprung ist, also energiemäßig, der macht die längste Wellenlänge. Infrarot ist eben energiearm, Ultraviolett ist energiereich, deswegen der Sonnenbrand. Und dieser Übergang, da brauche ich jetzt dieses Delta E von 3 nach 2. Ja, also das ist 12. Ich könnte hier den beim Zweier hier ein Zweier einsetzen oder ich lese das einfach ab. Also das ist 12,08 Elektronenvolt minus 10,19 Elektronenvolt und dann bekomme ich ungefähr 1, was haben wir, 1,9 Elektronenvolt. Jo, genau. Und gesucht und die Frequenz, ja, F ist ja Delta E durch H. Und Lambda, bisschen so, ja, genau. So, hier hin. Also, Lambda ist ja C durch F ist C durch, jetzt schreibe ich es mal so ausführlich hin, durch H. Und das kann man schöner machen. Das ist C mal H durch Delta E und die Wellenlänge Lambda ist jetzt also 3,0 mal 10 hoch 8 Meter pro Sekunde mal 6,63
mal 10 hoch minus 34 Joule Sekunden durch Delta E waren 1,9, 1,9. Und jetzt diese 1,6, 1,6 mal 10 hoch minus 19 Coulomb, nicht vergessen. So, und da Coulomb und Joule, ja, Joule ist, ja, das, da kommt, das sind lauter saubere Einheiten, also kommt auch Meter raus. Also, ich habe hier Coulomb, das will ich nicht abbrechen, genau. Ich habe Coulomb, Joule, Sekunde, Meter, Sekunde, passt. Ja, dann wird es Meter sein. Und 6, also Ergebnis ist dann 653 Nanometer. 653 Nanometer. Ja, 400 bis 8. Also der wäre sichtbar. Ja, also genau, das Langweiligste. Und dann sind die anderen nicht sichtbar. Wahrscheinlich, also wahrscheinlich im UV-Bereich.